Unsere Psyche hat den Wunsch nach einer hundertprozentigen gesunden Identität. Ein starkes Ich, ein Selbstbild von sich selber, was auch Bestand hat, womit man arbeiten kann. Die Realität ist, dass die Psyche nicht aus einer hundertprozentigen gesunden Identität, sondern auch aus einer Traumabiografie entstammt. Die gesunde Psyche, was ist das? Das ist die Summe der Ereignisse, die meine Psyche verarbeiten konnte und damit auch zu meiner gesunden Identität beiträgt. Und ein Trauma, das Gegenteil davon, ist zu dem Zeitpunkt des Erlebens war das Ereignis so stark, dass es meine Psyche überfordert hat. Ich spreche heute mit einer Hebamme aus Wien. Ihr kennt sie schon aus einem ersten Video, Sarah Klara. Sarah hat über 2.500 Geburten und Schwangerschaften begleitet, nachbearbeitet, betreut und wir reden über das frühkindliche Trauma. Wie kann das Trauma eines Kindes so gering wie möglich gehalten werden? Denn das ist ein Psychoedukationskanal für besonders für Persönlichkeitsstörungen und auch da ganz speziell für Borderline-Störungen. Die Studienlage ist sich heute sehr sicher, dass die Grundlage für Borderline in den ersten 1000 Lebenstagen gelegt wird, aber eine Diagnose für Borderline, eine Störung der Persönlichkeit, können wir erst in der Adoleszenz nach der Pubertät erststellen. Komm rein in dieses Video, was ich mit Sarah Klara führe. Heute geht es um die Objektbindungstheorie nach Margaret Mahler oder Melanie Klein und ich hoffe, dass es dich so inspiriert, wie es auch mich in manchen Dingen, die Sarah mir gesagt hat, auch überrascht hat. Viel Vergnügen dabei. Denk an ein Abo, an ein Like, sodass du auch die weiteren Folgen von Sarah und mir und auch die anderen Videos im Bereich Trauma, Kommunikation mit einem Borderliner und Persönlichkeitsstörung und mitverfolgen kannst. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir für deine Zeit. Bis dann, dein Markus. Liebe Sarah, freue mich, dich wieder zu sehen. Ich freue mich auch. Unsere Zuschauer, vielleicht haben sie den ersten Teil noch nicht gesehen. Sarah, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her und was ist dein Beruf? Ich bin Hebamme, ich komme aus Wien und ich darf meine Leidenschaft schon seit fast 17 Jahren ausüben. Genau. Ich muss wieder fragen, wie viele Geburten, Schwangerschaften hast du so schon mit begleiten können? Geburten weiß ich, das sind circa 2.500. Von den, na, also zusätzlich kommen dann noch Nachsorgen und Auslandsaufenthalte wie Mexiko oder Holland. Ja, das summiert sich schon einiges und ich darf so circa 100 Familien im Jahr begleiten. Fantastisch. Dann können wir davon ausgehen, du hast schon eine sehr große Expertise. Warum bist du eigentlich Hebamme geworden? Weil ich selber nicht das beste Geburtserlebnis hatte bei meinem ersten Kind und ich hatte eigentlich einen Medizinstudienplatz und dann habe ich mein Kind gekriegt, sehr jung. Und dann, ich wollte halt immer so, die Geburt hat mich immer fasziniert und dann bin ich draufgekommen, wer ist denn die Kernperson, wer ist die Schlüsselperson bei der Geburt, an der eigentlich alles hängt und das ist die Hebamme. Und deswegen habe ich mich dann beworben für einen Studienplatz und die haben mich gleich genommen und dann bin ich Hebamme geworden und habe meinen Medizinstudienplatz hergegeben. Du hast das also studiert, ne? Genau. So. Jetzt hast du gesagt, von deiner Geburt, das war nicht so ganz optimal. Was hättest du, was ist die Kernaufgabe, die Kernkompetenz einer Hebamme, um eine Schwangerschaft, eine Geburt und auch die Nachsorge am besten zu fördern? Die 1:1-Betreuung. Als Hebamme bist du ja nicht nur Hebamme, du bist Freundin, Mutter, Großmutter, du bist ein Pfarrer, du bist alles in einer Person, du bist da. So auf Spanisch gibt es ein schönes Wort für Hebamme, nämlich Madre Mujer, das bedeutet die Mutter der Mütter. Und genau um das geht's. Also zuerst kommt die Frau, die im Mittelpunkt steht, und dann supportet man sie, Mama zu werden. Super. Das entstehende Leben wird von einer Mutter der Mütter begleitet. Wie heißt das nochmal? Madre Mujer.
Ich wiederhole das besser nicht. Warum wir darüber sprechen? Es gibt Personen, die im Bereich Trauma, Gedächtnisforschung, Trauma, besonders die Auswirkungen, die Spuren unserer Erinnerungen in Körper und Gehirn besonders beschreiben. Unter anderem Peter Levine, Bessel van der Kolk und andere Experten. Aber ich habe jetzt endlich mal eine Expertin vor mir, die ich mit der Frage berühren möchte. Kannst du beobachten, dass die Aufgabe einer Hebamme Traumen verhindern kann? Was ist das für dich eigentlich, die Kernaufgabe bei den Müttern, die du gesagt hast, die Mutter der Mütter, ein Trauma zu verhindern, eine gute Geburt vorzubereiten? Was sind deine Werkzeuge? Also die wichtigste Aufgabe ist, die Frauen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Ja, jede Frau hat eine andere Geschichte, hat eine andere Anamnese. Und sie dann so mit Samthand schon anzufassen, damit man sie auf ihrem Weg begleitet. Das ist für jede Frau ein anderer. Ja, das heißt, wir sind ja keine Internisten und können sagen, okay, ich habe Blutwerte und dann kriegt ihr das, das und das und das. Wir sind co-abhängig. Das heißt, ich kann immer nur mit den Personen arbeiten und nicht dagegen. Oder ich kann es auch nicht standardisieren, weil jede Mama und jedes Baby sind Individuen. Das ist nur so. Mhm. Ja, das wird auch immer so bleiben. Das kann man auch nicht verdächtnisieren, sonst kann man nicht ersetzen. Es ist einfach so. Ja? Und es beginnt in der Schwangerschaft. Das heißt, wir ermutigen die Frauen, dass sie einfach schon Kontakt mit dem Kind in der Schwangerschaft aufnehmen, dass sie mit ihm sprechen. Stopp. Ja. Wie? Entschuldige bitte. Bitte entschuldige. Wer mit mir arbeitet, der hat immer dieses Stopp. Bitte. Auch die Zuschauer, die das Video sich anschauen, die mögen es mir bitte nachsehen, diesen Reflex, sie soll mit dem Kind sprechen. Ja. Ist das jetzt wirklich so der Fall? Das soll sie wirklich tun, das ist ganz wichtig, weil es ja Memory Cells gibt und es denen Wiedererkennungswerten. Kinder mögen ja alles, was sie kennen, alles, was ihnen vertraut ist. Ne? Das heißt, die Stimmen, die das Kind kennt, wirken dann ja auch beruhigend. Mhm. Ganz einfach. Das heißt, es ist wichtig, auch dem Kind energetisch Zuspruch zu geben und es willkommen zu heißen und egal was passiert und es zu beruhigen und zu sagen, du bist willkommen und wenn es auch mal rumpelt in der Umgebung, bist du trotzdem willkommen und wir werden dich lieben, so wie du bist. So wie du bist, bist du genug. Ganz wichtig. Ich sehe schon. Genau, ganz wichtig. Wir lieben dich. So wie du bist. Punkt. Sehr gut. Genau. Ich versuche gerade auf der anderen Seite eine PowerPoint zu öffnen, um etwas zu zeigen. Worüber reden wir da jetzt eigentlich, wenn wir mit dem Kind sprechen? Mal schauen, ob das jetzt funktioniert, dass man das sehen kann. So, die Zuschauer müssten das jetzt sehen. Wir reden über ein explizites und ein implizites Gedächtnis. Wenn du also darüber sprichst, dass Kinder schon die Stimme im Mutterleib hören können, bist du davon überzeugt, dass die Kinder wirklich sich danach an die Stimme der Mutter erinnern? Ja. Und ja. Ich gebe dir vollkommen recht. Was die Zuschauer sehen, ist das implizite Gedächtnis. Und zwar, dort ist ein Begriff, das prozedurale Gedächtnis. Ich mache das jetzt wieder weg. Darüber sollte man später nochmal sprechen. Wir möchten alle Mütter und Väter natürlich auch. Ja. Kann ein Kind sich auch an die Stimme des Vaters erinnern? Ja, weil alle vertrauten Personen, also die Mutter ist halt Nummer eins, das werden wir nachher ja noch erklären, warum das so ist, aber natürlich auch an Geschwister, das heißt auch die Geschwister können mit dem Baby sprechen, weil alles, also laut die Geschwister, viele Mamas oder erfahrene Mamas, die werden mir jetzt zustimmen, wenn das Kind dann auf der Welt ist und die Geschwisterkinder sind laut und schreien und das Kind schläft, beruhigt das Kind, weil es das kennt, das Kind kennt streitende oder schreiende oder laute Geschwister, Punkt, irritiert das Kind nicht. Mhm. Also auch, wenn man das Kind auf die Waschmaschine draufsetzt und das rütteln, also eine rüttelnde Bewegung. Weil es ja 9 Monate getragen wird. Ne? Deswegen mögen ja auch
also Babys keine Kinderlieder oder diese Spieluhren nicht, ne? Weil sie kennen das ja auch nicht. Warum wollen Babys keine Kinderlieder? Weil sie es nicht kennen. Sie kennen das Darmgeräusch und das Magengeräusch und monotone Geräusche, Föhn, Waschmaschine oder auch Staubsauger. Das beruhigt ein Kind. Aber keine Spieluhr und kein Mobile und das alles nicht. Das ist nur für die Eltern. Danke für diesen ganz, ja, also wirklich. Was können wir jetzt schon mal als eine Take-Home-Message mitnehmen? Keine Kinderspieluhr, dafür lieber den Föhn, die Waschmaschine oder vielleicht eine... Oder was gibst du den Müttern für einen Rat? Was sollen die Mütter machen? Aber ich spreche seit fast 20 Jahren. Ja, bitte nur einen Föhn, eine Waschmaschine, einen Staubsauger oder eine Mikrowelle. Ich selber hatte quasi ein Staubsaugerkind und ein Föhnkind. Ja, genau. Wie hast du das herausgefunden? Naja, ich bin ja Pro. Also quasi, ich habe vieles probiert, ne? Aber die eine hat es richtig laut gebraucht und die andere war schon mit ein bisschen weniger zufrieden. Also so Typsache. Aber monotones Geräusch, ganz lange. Sehr gut. Also möchten wir doch die Mütter dazu ermuntern, in einen Kontakt zu treten mit dem Kind, was die Natur uns eigentlich ganz automatisch bringt und nicht externe zusätzliche Quellen, sondern das, was das Kind in der Schwangerschaft schon mitbekommen hat. Genau, artgerechtes und bedürfnisorientiertes Verhalten. Ich mache mal gerade etwas anderes noch rein. War, die Zuschauer sehen hier Trauma- und Objektbindungstheorie. Da sind zwei Namen aufgezeigt, warum wir darüber sprechen, dass die Mütter besonders ihre Verantwortung zu sehen sollten, dass in den ersten Lebensmonaten sie so wichtig sind für das Kind. Und zwar Margret Mahler und Melanie Klein haben die Objektbindungstheorie so ins Leben gerufen und fundiert. Mit Sicherheit haben andere Psychologen, PsychotherapeutInnen das auch schon in anderer Weise auch deklariert. Aber die beiden, die haben das besonders deutlich gezeigt. Und wir unterteilen nach Margret Mahler die Entwicklung der Kinder in eine autistische Phase, in eine symbiotische Phase und die Ablösung und Individuation. Und nach Melanie Klein in die drei Internalisierungsphasen, Inkorporation, Introjektion und Identifikation. Das kann man jetzt lernen, aber eins möchte ich als Take-Home mitnehmen. Und mitgeben. Jetzt habe ich wieder ausgeblendet. In den ersten Lebensmonaten unterscheidet das Kind nicht oder kann es nicht unterscheiden zwischen sich und außen. Das heißt also, alles, was die Mutter macht, diese Inkorporation, Inkorpus im Körper, ist für das Kind nicht zu unterscheiden zwischen sich selber und einer Außenwelt. Das beginnt erst so ganz langsam in der symbiotischen Phase, 3., 4., 5. Lebensmonat, und die Ablösungsphase ist dann das Fremdeln, so ab dem 8. Monat, und die eigene Identifikation, das Bild des eigenen Ichs. Was rätst du jetzt Müttern, wenn wir doch so wissen, da gibt es für das Kind in den ersten, also vor der Geburt und in den ersten Monaten nach der Geburt, gibt es keinen Unterschied zwischen außen und innen. Was rätst du deswegen Müttern? Okay, ich erkläre es Ihnen vereinfacht nochmal kurz. Ja, das heißt, damit Sie es gut verstehen können, dass ich sage Ihnen, das Baby weiß nicht, dass es eine eigene Person ist. Es glaubt, es ist ein Teil von dir. Oder du bist ein Teil von dem Baby. Ja, das heißt, es ist eine Person. Was bedeutet das? Wenn man das Baby wegnehmen würde, kommt es in Panik und bekommt Todesangst. Das Kind braucht eine Stabilität, ganz wichtig zu Beginn, damit es ins Urvertrauen kommen kann. Dieses Urvertrauen vom Mutterleib wieder zu erreichen, nicht? Somit ist es zwar jetzt ganz anstrengend für dich, aber sehr wichtig, weil wenn du jetzt in die Zitrone beißt, wirst du in der Pubertät und dann, wenn es erwachsen ist, dann profitieren. Und es ist immer nur ein kleiner Teil, weil die Mütter glauben ja, wenn man so in der Situation ist und immer nur mit Tragetuch oder am Stillen ist, es hört nicht auf. Das ist was ganz Natürliches. Man ist ja immer nur in der Situation, in der man sich gerade befindet, nicht? Und man glaubt, es hört nicht auf. Und ich sage Ihnen dann, aber Mädels, es ist ganz easy. Es ist immer nur ein Stück der Torte.
und nicht die ganze. Das heißt, in den 18 Jahren ist es ein Ministück, das man investiert und da ist und da bleibt. Damit sich das Kind dann auch, und meistens ist es ja erst so quasi, erst mit 7 Jahren, wo sie sich wirklich lösen, ja, also wirklich lösen, auch im eigenen Bett schlafen und so weiter. Und in dieser Zeit wird es immer leichter, aber wenn man je mehr Liebe und Urvertrauen man ihnen gibt, umso schneller und sicherer werden sie und werden sich dann auch ablösen. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, lösen sie sich nicht. Ganz wichtig. Es gibt ja unterschiedliche Werkzeuge, um das zu bewerkstelligen. Was würdest du, ich darf nochmal wiederholen, 2.500 Geburten und Nachsorgen und größere Zahl durftest du mit unterstützen, begleiten. Es ist eine gigantische Zahl, tolle Zahl. Und da erkennt man ja auch aufgrund der Erfahrung, der Rückkopplung, was sind denn ABC-Werkzeuge und was ist das A++-Werkzeug, damit die Bindung... Frage du, Hände frei, die Mama kann auf Essen, auf Toilette, sie hat wieder das Gefühl, dass sie ein bisschen Luft bekommt, aber das Kind wird trotzdem getragen und kann diesen Körperkontakt spüren. Ganz wichtig für die Objektpräsenz. Da gibt es so ein Buch, Alle Kinder können schlafen lernen. Jetzt gehe ich mal in das heikle Thema. Jetzt gehe ich mal in das ganz heikle Thema. Was würde denn eine Hebamme aus Wien zu dem Buch sagen? Zu diesem Buch und zu all den fragenden Müttern sagen, sag mal, soll ich jetzt, wie lange soll ich mein Kind im Bett lassen? Was ist das Richtige? Ich habe doch auch noch einen Mann. Vielleicht fühlt er sich nach hinten gedrückt. Oder. Was empfiehlt die Hebamme aus Wien? Ich sage das auch meinen Frauen immer in der Schwangerschaft. Das Wichtigste wäre ein Familienbett. Wir vergrößern das Bett, damit die Paarbeziehung erhalten bleibt und der Mann nicht ausziehen muss. Weil der Erste, der geht aus dem Bett, wenn das Baby da ist, ist der Mann. Weil das Baby kann nicht gehen. Das heißt, der Mann müsste gehen. Und damit das nicht passiert, wäre es super, wenn man das Bett nicht nur um ein Babybaby, das bringt nichts, da liegt höchstens der Mann vom Arm drin oder irgendeine Spuckwindel, wenn man das Bett um ein ganzes Bett vergrößert, damit alle gut schlafen. Und man braucht es ja nicht nur im ersten Lebensjahr, sondern Kinder werden krank. Und ein 2-3-jähriges Kind lässt man mit Husten nicht in einem anderen Zimmer schlafen, weil dann schläft man ja selber auch nicht. Nicht? Das heißt, Kinder brauchen diese Nähe und Geborgenheit und entscheiden dann selbst, meistens mit 7, 7,5, dass sie gehen. Selbst meine Kinder... Hast du gerade 7, 7,5 gesagt? Ja, 7 Jahre ist richtig. Wie relaxed sollen Eltern also das betrachten, ob das Kind bei ihnen schläft? Oder ganz nicht? Relaxed, wenn man ihnen das nimmt und sie zu früh ausquartiert, in ein eigenes Bett, in ein eigenes Zimmer, dann kommen sie zurück und das dann mit 10, in der Präpubertät. Sie fangen an einzunässen, sie fangen an, wieder das zu suchen, weil sie es brauchen. Sie sind instabil. Sie haben keine Basis, sie haben kein Urvertrauen. Und wenn das passiert, dann wird das 10-jährige Kind, das eigentlich schon präpubertär ist und eigentlich schon auf einer anderen Stufe ist, wieder zum 2-jährigen. Weil es das nicht bekommen hat. Das heißt, wenn man das zulässt, in den ersten 7 Jahren oder bei Buben manchmal auch 8, okay, 8 Jahre, aber dann, wenn sie das bekommen haben, gehen sie freiwillig. Irgendwann kommen sie, legen sich mal hin und sagen, okay, danke, ich gehe jetzt. Und dann gibt es keine Einschlafbegleitung mehr, dann gibt es gar nichts mehr, dann sind sie fertig, dann gehen sie freiwillig. Aber wenn man drängt und pusht und drückt, dann werden sie zuerst stagnieren und ruhig. Ruhig heißt halt dann nicht, okay, die Eltern haben es geschafft, sondern das Kind ist in sich gekehrt und sucht sich einen Mechanismus, um sich zu beruhigen. Meistens dann, weiß nicht, kommt zum extremen Schnuller, zu einem Suchtverhalten, als der dann nach der Pubertät wiederkommt, ne, in einer anderen Form. oder
Sie werden halt komplett unruhig und lassen die Windel nicht los, nicht? Also irgendwas anders brauchen sie halt da. Und um das zu vermeiden, wäre es gut, es zuzulassen und nicht zu werten. Ja, das sage ich auch, nicht bewerten. Nicht fragen, warum, weshalb, keine Zeit anschauen, sondern es ist so. Punkt. Weil es so ist. Punkt. Diesen Satz, den gibt es leider heutzutage sehr selten. Beziehungsweise gar nicht mehr, weil wir können wischen und googeln und whatever und es geht alles so schnell. Aber wenn man sagt, weil es so ist, Punkt. Ist so. So wie es Ist es ist es gut? okay? Gut. Donald Winnicott. Wenn man dann mal googelt, Donald Winnicott war einer der besten, größten, also ich habe großen Respekt vor diesem, der Arbeit dieses Kinderpsychiaters. Und er sagte, Good, a good mother is good enough. Weil es so ist, gut ist gut. Vor allen Dingen, bitte, bitte an all die Mütter, seid bitte niemals eine perfekte Mutter. Jetzt kommt die Psychologie von der anderen Seite her und sagt, ich beobachte sehr viele Familien, wo die Kinder sagen, ich möchte gar keine Kinder haben, später mal, wenn ich groß bin, in die Heranwachsenden. Warum? Weil sie beobachten, dass ihre Mütter in einem Perfektionismus versuchen, alles gut zu machen und sagen, den Job will ich nicht machen. Also auch mal lassen. Lassen, lassen. Bist du damit halbwegs einverstanden? Ja. Ich blende gerade noch mal was ein, und zwar, es ist der Mensch als Individuum, da unten steht Psyche. Eine gesunde Identität ist das Gegenteil eines Traumas. Du hast nämlich eben gerade etwas sehr Interessantes gesagt, Schnuller und Suchtverhalten. Was ist denn ein Trauma? Ein Trauma ist ein Ereignis, was zu dem Zeitpunkt die Psyche nicht verarbeiten konnte und eine Körperhandlung und eine geistige Handlung einfriert und immer wieder neu zum Vorschein kommt, weil die Nähe zu der Mutter, zum Vater gebraucht wird. Und du sagst dann also, es ist ein Schnuller-Suchtverhalten, ein Bindungssuchtverhalten. Wenn dann also die Pubertät anfängt, oder Präpubertät, dann kommt auf einmal das Kind, nässt sich ein. Wie können wir das also verhindern? Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was würdest du also als eine Message in einem Satz den Müttern, den Vätern mit auf den Weg geben? Die Nähe des Kindes zulassen, solange es sie braucht. Punkt. Und was ist mit den Eheleben von Vater und Mutter? Was rätst du da, wenn ein Vater mit hochgezogenen Augenbrauen sitzt und sagt, also hallo, was rätst du dann den jungen Eltern? Dass sie sich einmal am Tag Zeit nehmen sollen, und das kann in der Badewanne sein, das kann in der Küche sein, anders sein und sich diese 10 bis 15 Minuten intensiv miteinander zu beschäftigen und dieses gemeinsam einschlafen, kuscheln im Bett lassen, weil das auch für die Paarbindung total wichtig ist. Fällt das weg, kommt es eigentlich schon zu einem zu einer Distanz und die Super. wollen wir vermeiden. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer diese klaren, deutlichen Fragen, auch wenn sie ein bisschen verklausuliert haben, aber trotzdem, wir sprechen das Thema ganz klar an. Wir möchten eine Objektbindung herstellen. Wir möchten es zeigen, dass es richtig ist, dass auch Eltern eine Zeit zusammen haben. Aber das Tragetuch und das Schlafen im Bett, das ist wichtig. Was ist der wichtigste Ratschlag, den du Eltern, jetzt haben wir schon so etwas mehr als 20 Minuten miteinander gesprochen. Wir wollten über Objektbindung sprechen. Im nächsten Video wäre vielleicht mein Ding, wie können wir Trauma der Geburt in irgendeiner Weise im Vorfeld traumatische Geburten ein bisschen reduzieren? Oder hättest du spontan schon jetzt einen Satz, da ist eine Schwangerschaft und man weiß ja nicht, wie die Geburt stattfinden wird. Aber wie kann man Mütter und Väter, aber vor allen Dingen die Mütter, auf eine eventuelle Traumatisierung während der Geburt vorbereiten und damit auch das Kind vor einer Traumatisierung schützen?
Ja, das sind zwei Fragen in einem. Beziehen wir uns heute mal nur auf das Kind, ja, sonst wird es einfach zu lange. Aber dass man dieses Bonding, dieses ineinander Verlieben, also diese Stabilität dem Kind zurückzugeben, so schnell wie möglich nachholt. Oder wenn die Mama das nicht machen kann, das Bonding, dass es der Vater übernimmt fürs Kind. Ja, dass das Kind weiß, sie sind da, ich bin nicht alleine, ich werde geliebt, bedingungslos und unendlich. Was heißt das für einen Vater, die Bonding-Rolle zu übernehmen? Wir Männer, wir brauchen Knöpfe, Zahlen, Daten, Fakten, müssen es an einer Tabelle ablesen können. Wie sieht das denn eigentlich aus? Also, das Bonding bedeutet Haut an Haut, das heißt, kein Stoff ist dazwischen, das heißt, auch der Vater zieht sich das Shirt aus und das Baby ist nackt und die kuscheln und man deckt sie dann zu, damit quasi die ganzen Hormone gut arbeiten können, Oxytocin und so weiter. Genau. Es geht um Hautkontakt. Geht um Hautkontakt. Ich verlinke jetzt mal gerade ein Video. Und zwar habe ich das genannt, das Anti-Stress-Gen, wo in Montreal ein Universitätsprofessor, der Michael Meaney, seit Jahrzehnten darüber am Forschen ist und auch bewiesen hat, dass ein Zytosin-Molekül auf einem Anti-Stress-Gen methylisiert ist und durch Streicheln, Körperkontakt streicheln, dieses inaktive Gen, jetzt sind wir in der Epigenetik. Genetik ist ja, ich habe 20.000 Gene. Epigenetik ist, ich mache sie an, ich mache sie aus. Und dieses Antistress-Gen hat jeder von uns, aber es ist nicht aktiv. Es wird aktiviert durch Körperkontakt. Was wir seit Ewigkeiten wissen, dass wir Körperkontakt brauchen, Bonding hat Michael Meaney in der Epigenetik herausgefunden, dass das wirklich, wirklich auch stattfindet und nicht einfach nur eine Vermutung ist, kein Instinkt, sondern es ist wissenschaftlich beweisbar, dass wir durch eine körperliche Berührung ein Gen methylisieren, aktivieren können. Ich finde das faszinierend. Und wenn du als Hebamme mit über 2.500 Geburtserfahrung das sagst, dann hat das wirklich Hand und Fuß. Streicheln ist lebenswichtig. Ich freue mich auf das nächste Thema. Mal gucken, ob wir das mit dem Trauma so schnell wie möglich hinkriegen, weil da bist du Expertin auch mit drin. Lass uns darüber sprechen. Ganz, ganz lieben Dank. Wo in Wien würden wir dich denn antreffen? In der Mitte, das heißt in Wien Mitte, da trifft man mich an. Und das ist ganz nahe am Zentrum im ersten Bezirk und es verbindet quasi den Luxusbezirk mit dem Außenbezirk, das heißt Alte mit dem Neuen. Es liegt zwischen dem vierten und dem zweiten, zwischen den Praterauen und dem Naschmarkt, also dem gesellschaftlichen Leben. Okay. Und Immer in der Nähe. Bitte? wenn jetzt so werdende Mütter eine spezielle Frage hätten, ne, aufgrund dieses Videos und sie fühlen sich so frei, wie kommen sie mit dir in Kontakt? Sie schreiben eine E-Mail oder nutzen das Kontaktformular über die hebammenwien.at und dann können Sie sich gerne mit mir auch ein Zoom oder ein Skype ausmachen oder Sie kommen mich direkt hier besuchen, genau bei unserem Shop im Spa oder im Babyspa. Wo ist der Shop? Auch im dritten. Auch im dritten Bezirk. Genau, wir haben alles im Backoffice und Shop und Spa, alles in einem Komplex, genau. Super. Ganz lieben Dank, Sarah, dass wir darüber sprechen konnten. Und für mich ist eine Zahl so besonders interessant gewesen, bis zum siebten, siebeneinhalbten Lebensjahr. So deutlich war mir das nicht bewusst, dass die Praxis das zeigt, ja, macht es. Danke. Danke, danke nach Wien und wir sehen uns im nächsten Video. Sarah, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ich sage danke. Bis bald, Markus. Ciao. Ciao.